Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Elder's Blood. Jetzt habe ich gerade vergessen zu speichern. Und wir befinden uns immer noch in meiner Ära des Schnupfens, Erkältetseins, Heiserseins, wie auch immer. Aber das soll uns nicht aufhalten, wir machen mal wieder weiter. Wir nehmen trotzdem wieder Lumberjack, Douglas und Larry mit. Einfach weil ich glaube, dass die gerade am nützlichsten sind und wir dann die ein bisschen mit Erfahrungspunkten boosten können. Larry wird wahrscheinlich ziemlich gut Level aufsteigen. Einfach weil er von einem anderen Jäger, ich weiß nicht mehr von wem, ich glaube von, ich weiß nicht mehr, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er noch nicht verdorben, er kann noch viele Level kriegen, weil jetzt, wenn er nochmal 2000 XP kriegt, kriegt er eh noch ein Level ab. Und das ist gut für das Team, ist gut für das Lager. Kampfkraft erhöht das ja nicht wirklich. Ach, ich wollte ihm noch einen Talisman geben, shit. Ich wollte ihm ja noch Dingens geben. Schüssel, wir sind nah. Sein Ausdauer-Talisman. Wir müssen also da hoch. Oh, ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Er lebt noch. Wir bleiben. Oh. Tatsächlich bleiben wir genau hier. Der hat einen sehr eingegrenzten Sichtbereich. Dann kann ich jetzt hier einfach campen. Campen soll ich warten. Warten, bis der sein Auge schließt und dann vorbeihuschen. Oh shit. Der Bengel hat sich hier versteckt. Ich glaube das nicht. Du bist am Zuge. Ja, ja. Ich weiß aber auch, dass jetzt hier so ein Ding steht. Das heißt. Ja, soll mal darüber gucken. Okay. So, Lambi. Aha, okay, sieht ganz sicher aus. Da ist noch ein Baum. Und da sind noch ungefähr 4000 Gegner. Aber es heißt ja nicht, dass ich irgendwen auch nur umbringen soll. Nicht auch nur einen umbringen soll, meine ich natürlich. So, geh mal noch ein bisschen nach vorne. Du rennst mal mit hier rein. Du schaffst das nicht, ne? Du bist zu... Ah doch, du schaffst es. Nice. Der kann scheinbar ein bisschen weiter laufen. Dafür hat er nicht so viel Ausdauer. Und dann warten wir hier zwei Runden. Oh, der ist natürlich ein Problem. Aber der sieht auch nichts. Wir müssen jetzt eh hier warten, weil der Baum ja wieder da ist. Ich meine, ich könnte auch außen... Nee, ich glaube, könnte ich nicht. Nein. Wir warten. Eventuell geht der... Oh. Yikes! Wow. Die gehen ja alle direkt in unsere Richtung. Das ist ja scheiße. Da ist noch irgendwas gespawnt. So viel Sichtradius hat der. Hm. Hier sieht er uns. Hier sieht er uns nicht. Wo guckt das Ding hin? Da lang, okay. Douglas. Einen kannst du noch. Kannst du jetzt hinter das Ding werfen? Jo. Jetzt müssen wir uns da außen rumschleichen, in der Hoffnung, dass wir nicht auf einen Gegner treffen. Oh shit, der Gestank. Every time. Da liegt eine Leiche. Ah shit, das habe ich befürchtet. Wo sieht der hin? Der sieht nach links. Dann geh doch mal erstmal hier rein. Wäre mir lieber, wenn er auch da drin ist. So. Und Lambi. Kann eigentlich mal den dann noch backstabben, wenn er schon gerade da ist. Sehr schön. Wieder ein Problem weniger. Kannst du jetzt noch... Oh, da sind zwei. Das ist schlecht. Wir müssen da durch. Das heißt, am besten ziehen wir den nach rechts, hoffen, dass der nach links geht. Und sehen dann mal, was passiert. Oh, oh, stimmt. Den hätte ich noch verscheuchen müssen. Hoffentlich läuft der nicht nach oben. Okay, Schwenkert. Ich hänge in meiner Hose. Sekunde. Ah! We
Ah, so, ich habe so eine riesige Aladdin-Hose an. Die sind zwar super bequem, aber die Hosenbeine sind auch so breit, dass die einfach lose runterhängen manchmal. Und dann verhedder ich mich in meinem Stuhl und dann falle ich fast um und das ist schlecht. Wie mache ich das denn jetzt am schlauesten? Ein alter Jauler, oh boy. Wir dürfen nicht vergessen, dass da auch das große Ding noch ist. Oh shit, ich habe mich aufgepasst. Ah, dammit. I'm here, Chief. Okay. Du müsstest den mal. Kein Gegner in Sichtweite. Willst du mich verarschen? Da steht einer direkt vor dir. Er steht direkt vor dir. Tacker den mal fest. Gut. Gelähmt. Zwei Runden. Wir haben Zeit. Geh zurück in deinen Bunker. Und mach dem Schaden. Haben wir so eine kleine Planänderung? Wir müssen hier bleiben. Das kostet zumindest Ausdauer, das ist schon mal gut. Krankheit. Ich habe leider nicht lesen können, was das macht. Make a wish. Macht dem doch nochmal Schaden. Das ist ja das einzige Ding, was uns gerade ansieht, ne? Yeah, yeah. Dann schlag den doch mal. There's one. Und geh wieder zurück in deinen Busch. Und du kannst das gleiche eigentlich auch machen. Bist du nicht versteckt jetzt? Das ist ja Quatsch. Ha! Hack da mal drauf. Okay, so, keine Ausdauer mehr, der Typ. Ah, jetzt ist er versteckt, weil er nicht mehr gesehen wird. I'm here, Chief. Rutsch mal mir da. Ach, shit. Er ist da nicht versteckt? Dann geh da mal K.O. Der kommt auch nicht mehr zurück. I'm here, Chief. Das ist ja kacki. Understood, Chief. Schafft das nicht dahin zurück? Oh mein Gott. Like a wind. Okay, hoffen wir mal, dass sich nichts zu uns bewegt. No, 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 no. Ja, ja, ja. Wir müssen gehen. Wir müssen hier weg. Und zwar ganz dringend. Vollmond. Plus 2 Sichtreichweite, plus 1 Geruchsreichweite. Okay. So, als erstes. Muss der da mal dran glauben. Irgendwie zumindest. Es guckt keiner in seine Richtung, das heißt, Lumberjack kann hier mal arbeiten. Und der da muss mal hier wieder weg. Und wir müssen hier auch wieder weg. Am besten hier hoch, aber das schaffen wir nicht. Was echt suboptimal ist, wenn ich das mal so sagen darf. Oh mein Gott, da ist auch noch ein Jauler. Und der Große ist ja auch noch irgendwo da. Moving. Der Pirsche. Okay. Wir sind versteckt. Ich glaube nicht, dass das was hilft, aber versuchen muss ich so oder so. Oh, ich glaub's nicht. Er ist zum Stein gegangen. Und er geht weg. Ich hab so ein Schwein, das gibt's nicht. Haben wir ein Glück. Das ist ja unfassbar. Nein, 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 nein. Ja, ja. Okay, meine Jäger sind wieder wach. I'm here, Chief.
Du wirfst mal einen Stein darüber. Okay. So, du backsteppst jetzt den Pirscher. Sehr schön. Und versteckst dich dann im Busch. Du schlägst da jetzt auch nochmal drauf. Crit, nice. Versteckst dich dann hier im Busch. Du guckst mal, ob die dich sehen. Nein, die sehen dich nicht. Dann backstep mal den da. Gut. Ich will unsere Verderbnis eigentlich nicht erhöhen. Deswegen mache ich es auch nicht. Ist noch irgendwas, was ich werfen kann? Ja, nee. Krankheit. Ah. Ja, wieso nicht? Ich kann es nicht lesen! Ah, Affiliate Ausdauerbalken jede Runde. Jetzt konnte ich es lesen. Der kann mal da unten chillen. Da, wo er ist. Der patrouilliert da schön. Wir gehen trotzdem weiter nach oben, weil da ist schließlich unser Questziel. Die Kreischer sollten kein Problem sein, selbst wenn die schreien sollten. Das Problem ist nur, dass der Jauler da weg muss. Und der hat auch noch so viel HP. Sieht der uns? Er sieht uns nicht. Ich schmeiß trotzdem einen Stein hier mal hin. Sehr schön. Und jetzt kümmern sich mal meine zwei großen Charaktere um den Hut. Bitte nochmal. Nice. Du kannst sogar noch entdecken gehen, das gibt's ja nicht. Ah, shit. Der Jauler. Das ist eigentlich egal. Der Kreischer meint natürlich. Here comes the pain. Gehst du wieder in den Busch? Du gehst wieder in den Busch. Und du gehst mal einen Schritt nach vorne. Und schmeißt den Stein wieder dahin. Hat er nicht gehört. Okay, dann schmeißt du den Stein halt dahin. Hat er nicht gehört. What the fuck? Schmeißt den Stein halt hier hoch. Dann gehen sie beide da oben hin. Ist für mich auch kein Problem. Runde beenden. Was? Der steht wieder auf? Aber der war doch gestunt. Der war doch keine, hat doch keine Ausdauer mehr. Achso, der war ja schon eine Runde down. Ach so, stimmt. Wenn der vorher schon eine Runde am Boden liegt, dann steht er wieder auf. Egal, ob er noch Ausdauer hat oder nicht. Ach ja. Das war doch so, oder? War das so? Ich verstehe die Mechaniken dieses Spiels nicht. Okay, wir wurden nicht bemerkt. Das ist ein Gottesgeschenk, was wir nehmen müssen. Dürfen, wie auch immer. Ha, Gottesgeschenk. Versteht ihr, weil Gott ist tot. What to do? Douglas, wirf mal einen Stein darüber. It's already dead. Damit der Kreischer uns nicht sieht. So, der ist aber schon aufmerksam. Das, wenn ich den jetzt backstabbe, dann greift er uns auf jeden Fall an. Make a wish. Dann mache ich das mit Larry. Da blutet der nämlich auf jeden Fall, der Gegner. Be gone. Und... Oh, okay. Wenn seine Ausdauer also als erstes auf 0 sinkt, dann greift er trotzdem nicht an. Gut, 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 gut. Theoretisch dürfte ich jetzt nochmal angreifen dürfen, weil ich habe ja mehr als 20 Ausdauer. Mal ausprobieren. Jo. Ist auch so. Der muss halt sterben, ne? Also der muss hier dringend weg. Allerdings stirbt der jetzt auch wahrscheinlich gleich an Blutung, ne? Ja, der stirbt jetzt an Blutung, das ist ja nice. Dann kannst du ja den Großen da hinten backsteppen. Deine Axt! Kannst du den eigentlich auch noch backsteppen? Ach, kostet aber 4 Punkte, das ist irgendwie doof. Schmeiß mal einen Stein darunter. Und geh dann zurück in den Busch. Shit, okay. Dann schmeißt du mal jetzt noch einen Stein darunter. Ja, okay. Mal sehen.
Okay, der Jauler ist verblutet, genau wie es geplant war. Der Kreischer wird es wahrscheinlich, ja, in uns reinrennen. I can see you too, sweetie. 50 Schaden, Jesus, was ein Crit. Jesus hat er nicht geschrien. Da unten wurde was beschworen, das ist okay für mich. Das ist am anderen Ende der Map. Jetzt ist es ein bisschen windiger. Nee, ist nicht. Das ist ja Quatsch. Vollmond sorgt also für das gleiche Windprinzip wie... Wind. Axte den mal bitte. Und dann warten wir hier noch eine Runde. Und dann gehen wir hoch zu... unserem Questgeber. Nicht Questgeber, Questziel. Mein Gott, die hatten Kanonen und alles. Avatar meines Willens, ich beschwöre dich bitte nicht zu uns. Ah, shit. Ah, shit, dude. Aber wer ist das, der da redet? Ist das immer noch Gott? Oder ist das eine böse Entität, die wir vorher noch nie gesehen haben und niemals begegnen werden, bis auf was beim Ende? Na, worauf werde ich wohl anspielen? Make a wish. Yeah, yeah. Hallo? Jäger, was tut ihr? Was ist mit all meinen Soldaten? Es tut uns leid, General, aber sie sind alle tot. Wir müssen weiter. Yay! Wir haben es geschafft! Hooray! Level up für alle! Hooray! Und dann Prügel und Sicht plus 4. Das ist, glaube ich, ganz cool für den Sniper. Duke? Ich nehme an, ihr wollt eine Entschuldigung. Listen. Die beste Entschuldigung wäre ein sofortiges Ende dieses unbedachten Feldzugs. Ja, das ist... Blunder. Unbedacht. Achtet auf eure Wortwahl, Ausgestoßener. No. Wie viele Männer habt ihr bereits verloren? Habt ihr eine Ahnung, was in den Dörfern passiert? Die Dunkelheit wiegt schwer und jede Nacht schleichen sich neue Schrecken heran. Manche Menschen zeigen schon mit den Fingern aufeinander, es finden Hexenverfolgungen und öffentliche Hinrichtungen statt. Manche starren auf ihre verschlossenen Türen und kauern nah an ihren Kerzen, während sie auf ihr Ende warten. Wie auch immer ihr es dreht und wendet, die Menschen sterben in Scharen und die Dinge sind mit jedem Tag nur noch schlimmer geworden. Vielleicht solltet ihr zurück zum Lager gehen, General. Sprecht mit eurer Frau. Meine Frau. Sie war Bleichversorger um euch, General. Nicht nur besorgt um eure Mission, sondern um euer Leben. Lasst uns gehen, Ulysses. Wir begleiten euch dorthin. Es scheint, dass die Last der Verantwortung sich nun langsam auf den General niederlegt. Hoffentlich kommt sein blindes Toben bald zu einem Ende. Ich denke, wir haben hier getan, was wir konnten. Der Rest liegt bei Ruth und Lady Ashmore. Master Hunters. Meisterjäger! Was ist das jetzt schon wieder? Eine weitere Einladung? Dear Sir. Nein, mein Herr. Es geht um den Marktplatz. Er wird angegriffen. Der Marktplatz? Ich dachte, er wäre für den Bestien sicher. Was dachten alle Einwohner, Herr, soweit ich das beurteilen kann? Los jetzt, sattelt die Pferde, wir reiten unverzüglich zum Marktplatz. Folgt mir, Jungchen. Der Marktplatz wird angegriffen. Na dann. Scheiß auf Ulysses, auf zum Marktplatz. Okay, wir wissen jetzt, dass wenn man die Verderbnis über... dann ist er beunruhigend. Versteht ihr, was ich meine? Auf jeden Fall haben wir noch eine Tierstufe der Zeit. Einst ein leuchtender und lebhafter Inbegriff von Menschlichkeit waren die Marktstraßen noch vor kurzem überfüllt mit farbenfrohen Waren und Kundschaft. Jetzt sind die Straßen gesäumt von Leichen, verschmiert und pockennarbig in einem Durcheinander aus braun, grau und blutrot. Schon der Boden zu unseren Füßen hat sich in eine Decke des Todes verwandelt. Wir haben den Jungen außerhalb der Mauern gelassen. Dort sollte er sicher sein. Die Bestien werden viel begieriger auf das reichhaltige Festmahl hier innerhalb der Mauern sein. Joix. Okay. Wir müssen aber trotzdem erstmal equippen. Weil Dulran ist... Dulran ist die ganze Zeit jetzt dabei gewesen, ne? Moment, nee. Okay, Douglas geht's nicht so gut. Douglas... werde ich jetzt wechseln. Stattdessen werde ich Dulran mitnehmen. Dem möchte ich aber auch kein Zeug mehr geben. Der kriegt aber ein was, und zwar ein verschwiegenes Siegel. Dann werde ich jetzt aber auch, Lumberjack?
Na, Lumberjack, bleib mal da. Das ist ja nur für den Notfall. Das Siegel. So, du kriegst aber noch was. Du kriegst nämlich jetzt mal ein Zeichen eines Ritters. Von dem wir noch einige haben. Und noch eins, weil 10 Ausdauer haben ist halt echt gut. Und so hast du jetzt 65, da kannst du viel mehr machen. Du wirst mal gelevelt. Du bist momentan unser Wächter. Dann darfst du das natürlich gerne weitermachen. Douglas. Du wirst eh geopfert, du kriegst jetzt noch die ganzen... Ha. Kultist. Aber Glückspilz ist ja eigentlich irrelevant. Gelehrter, das suche ich. Pop, 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 Lumberjack. Du machst mal... Ha. Ist eigentlich egal, weil du wirst auch danach geopfert, schätze ich. Und dann bist du Sammler. Dann mach doch mal... Weiter Sammler. Dulra. Du kriegst nichts mehr von mir. Hast auch kein Level up. Okay. Eine Pestklinge. Cool. Was macht denn der Prügel? Wo ist der Prügel? Da. 80 bis 100 Schaden. Braucht 40 Ausdauer. Joiks. Die Axt macht... 50 bis 120 braucht immer nur 20 Ausdauer. Ah, ne, macht 20 Ausdauer Schaden, das macht 40 Ausdauer Schaden. Ah. Ausdauer verbraucht 3,5. Und ist ziemlich laut. Die Axt ist trotzdem leise. Aber 40 Ausdauer Schaden ist halt echt gut. Ich nehme das mal mit. Aber dann passt dein Name nicht mehr. Ne, du bleibst bei deiner Axt. Okay, und hier geht's dann das nächste Mal weiter. Dann sage ich mal, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch bis hierher gefallen hat, dann klickt auf den oberen Link, dort gibt's die gesamte Playlist zu Elder's Blood. Wenn ihr lieber was anderes von meinem Kanal sehen wollt, dann klickt auf den unteren Link, dort gibt's eine Empfehlung des Hauses. Mein Name ist Jago, ich sag noch einmal, vielen Dank fürs Zusehen, vergesst nicht euren Wuffel zu füttern und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!